Howdy, meine Welding-Friends, Plasmabrenner, Pilotbrenner, das war mein allererster Brenner, 14 Jahre alt, das ist der Brenner von dem neuen Stahlwerk, Plasmaschneider. Dieser Brenner, habe ich letztes Mal schon gesagt, den habe ich am liebsten genommen, weil der den Schalter von oben hat, gelingt mir halt einfach besser, weil ich es gerne so führe. Und hat mich schon immer genervt, dass dieser Schalter hier unten ist. Es gibt wohl auch welche, die habe ich mal gesehen, die haben so einen Schalter oben gehabt. Das sah aus wie bei alten Wickbrennern. Vielleicht war das auch selber gebaut, das weiß ich nicht. Dann nochmal dazu, dieses hier ist so, sagen wir mal, diese Hobbyliga. Ich hatte mal das Vergnügen, auf einer Messe mit einem Technolith-Plasmabrenner zu schneiden. Der hat 5 mm Edelstahl in dieser Geschwindigkeit geschnitten und da war unten kein Grat, nichts. Das war ein Traum. 2700 Euro kostet so ein Ding. Igor hat ja auch mal so ein Ding vorgestellt, 2000 Euro. Das ist, glaube ich, eine andere Liga. Aber immer, wofür man es haben will, für bisschen was Weihnachtsdeko oder so, ist dieses hier vollkommen in Ordnung und auch der Preis für diesen Dingern. So, dieser Schalter unten. Ich habe gedacht, der Schalter oben wäre besser. Und dann habe ich dieses Ding mal aufgeschraubt und reingeguckt. Und das will ich jetzt mal zeigen. So, aufgeschraubt, Schrauben natürlich in einer Magnetschale gelegt. Aber was ist hier? Jetzt haben wir den aufgemacht. So sieht es von innen aus. Und jetzt kann man tatsächlich den Brenner so einsetzen, dass es von vorne ist. Hier kann man überlegen, ich nehme es mal raus. Das ist der Schalter. Schalter ist auch nichts Besonderes hier. So. Und stecken das ganze Ding mal wieder zusammen. Hier ist noch ein Kabelbinder. So. So. Schauen wir zusammen. Und Schalter von oben. Das soll natürlich keiner nachmachen, ist ja klar, wegen Garantie und Sicherheit und so weiter. Ne? So, ich habe jetzt diesen Hebel abgemacht, da muss ich nochmal entscheiden, ob ich das dicht mache, dass vielleicht nichts reinfällt oder so. Jetzt kann ich wieder wie gewohnt den Brenner so führen, vielleicht kommt hier nochmal eine Halterung, dass man das so führen kann. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter und den anderen Brenner werde ich auch noch umrüsten. Und es gibt von Stahlwerk auch einen Brenner bis 40 Ampere, den werde ich mir wahrscheinlich auch zulegen, weil das so ein schönes weiches Schlauchpaket ist. Da sind dann diese Düsen drin, wie bei meinem alten Brenner. Den würde ich vielleicht auch noch mal mir anschaffen. Weiß jemand, warum es diese unterschiedlichen Brennertypen gibt? Welche Vorteile und welche Nachteile gibt es? Ich habe keine gefunden. Ich habe das schlaue Internet befragt. Konnte nichts herausfinden, warum das so ist. Diese Teile von dem Brenner sind aus Kupfer. Diese Teile sehen so silberfarben aus. Also recherchiert, was ich herausgefunden habe, ist, das ist tatsächlich Kupfer verzinkt, habe ich gelesen. Und falls das tatsächlich stimmen sollte, dass das hier Zink ist und kein Nickel oder irgend sowas, und dann habe ich eine Feile genommen und tatsächlich, da kann man es sehen, da kommt Kupfer zum Vorschein. Also Kupfer mit irgendwas drum. Und wenn das Zink ist, weiß ja jeder, wer Zink geschweißt hat, das ist große Scheiße.
Ist hier irgendwas, ist das gefährlich? Verbrennen wir hier Zink mit? Oder was weiß das einer? Kann mir das einer erklären, warum es diese Unterschiede gibt, Vor- und Nachteile, und ist das tatsächlich Zink oder nicht? Ansonsten, keep on waiting, my friends.